Beatrice. Portable Lutz vom Beatrice hier bei Kingdom Hearts Arise. Und wir haben uns mit unseren Freunden wieder mal vereint. Und ja, wir haben einen Tipp bekommen, dass der König angeblich hier ist. Reden wir es mal mit Jane. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Das ist schön für ihn. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Ja, natürlich. Richtig. Du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias. Vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Nur mal kurz nebenbei, ich habe die Dias hier. Bis auf eines, das möchte ich gerne noch holen. Oder vielleicht gibt es noch mehr. Oh mein Gott. Vielleicht ist da draußen eine ganze Welt voller Dias und ich muss sie alle fangen und trainieren, um eines Tages der Dias-Meister zu werden. Kann ich das Ding hier... Natürlich kann ich nicht hochsteigen. Aber ich könnte hier hoch. Ja, jetzt an. Jetzt reden wir mal Tacheles hier. So, da gehen wir hier rüber. Da befinden sich nämlich das letzte großartige Dias. Doch kein Scheiß hier, bitte. Dia 5. Gut. Ich nehme an, dass das alle Dias in diesem Gebiet waren. Reden wir doch mit dem feinen Herrn hier drüben, der nur rein zufällig aussieht, als würde er ein übler Bösewicht sein. Böser Hint. Sorry, Leute. Ich heiße Clayton. Ich bin ein Jäger und kein Forscher. Was? Nein, ich werde die Gorillas nicht jagen. Aber sie sind so selten. Ich würde sie gerne sehen. Ein richtig böser Tarzan. Wir müssen uns unbedingt mit Waffen und der Lust zu morden ausrüsten. Dieser Mann muss heute auch noch sterben. Hallo, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Sag dir nichts. Okay, ausblenden. Was hast du denn, Sora? Gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Sora, du machst mir Angst. Wieder einmal. Du bist der erste Junge in meinem ganzen Leben, der mir so viel Angst macht, dass ich mich eher nah einscheißen würde als bei einem Slenderman-Film. Also auch nicht. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Okay. Und Tarzan? Wo sind meine Freunde Rico und Kairi? Hey, ich dachte... Da kommt nur ein Ort in Frage. Junger Mann, wir sind nun schon seit einiger Zeit in diesem Dschungel. Und trotzdem sind wir deinen Freunden noch nicht begegnet. Ich wette, sie sind bei den Gorillas. Tarzan weigert sich aber, uns zu ihnen zu führen. Es ergibt Sinn. Also wirklich, Mr. Clayton. Tarzan weigert sich nicht... Dann bring uns schon hin. Bring uns zu den Gorillas. Gorillas. Tarzan, bist du sicher? Tarzan, gehen zu Kerchak. Kerchak? Das muss der Anführer sein. Wunderbar. Ich gehe als Eskorte mit. Immerhin ist es im Dschungel ziemlich gefährlich. Böser Hint, habt ihr das gesehen? So ein absolut böshafter Hint. Ich glaube, ich muss kotzen. So viele Hints habe ich hier gesehen. Wir speichern sich als Haar. Wir sind einen weiten Weg gegangen bis jetzt. Wir haben 4 Minuten lang gespielt. Unglaublich. Und dann bereiten wir uns entsprechend wieder drauf vor. Wir wollen weitergehen. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Komm mir doch nicht so entgegen hier! Und wo ist der blöde Jäger? Das Ding hier kann er töten, wenn er will. Hallo! What the fuck? Besiegt? Nein, noch nicht. Au. Danke. War das alles? Ich glaube, das war alles. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hingehen? Ich meine, es ist klar, dass wir jetzt zu den Affen gehen, aber wo sind die Affen?
Goofy, du hast keine Mana mehr. Du bist so unbrauchbar. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich wechsle ihn doch lieber wieder mit Donald ein. Vielleicht sollte ich ihn mit Donald einwechseln. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dieser Stein hier füllt mich mit absolutem Wissen. Wir müssen diesen Weg gehen. Das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Yep. Diese Form von Humor nehmen wir heute an. Ob es euch passt oder nicht. Okay. Also ich nehme an, wir müssen... Ja, natürlich. Ergibt Sinn. So, und als großen Erfolg winkt uns eine Truhe zu. Mit einer Mega Potion, das ist schön. Und zwingt gleich noch eine Truhe zu. Sehr schön, ein Mithril-Erz. Kann ich das Zeug wenigstens verkaufen oder so? Moment mal, das war hier. Das war alles? Goofy, wir haben vielleicht ein Problem, dieser Typ. Ich meine natürlich, ich habe mich bislang geweigert, okay? Ich habe mich bislang geweigert, die Gesichtsphrase dieses Mannes hier zu hinterfragen. Aber es ist ganz klar, welche Substanz dieser Herr da zu sich genommen hat, um auf dieses Gesicht zu kommen, okay? Muss ich mehr dazu sagen? Ich hoffe es nicht. Alles klar. Hier geht's nicht weiter, wir gehen zurück. Der Stein des Wissens hat mich verraten, die blöde Drecksau. Nur mal so kurz zu nebenbei. Das alles ergibt so wenig Sinn, hier zu sein. Also dieser Ort hier ergibt so wenig Sinn. Außer es ist natürlich der Ort, wo sie Donald und Goofy gefunden haben. Gott sei Dank habe ich sie diesen Ort direkt hineingebracht. Wir können das Tech... Tarzan! Oh mein Gott. Gibt es Potions eigentlich auch so zu bestellen über Amazon? Ich glaube, ich brauche mal so eine richtige krasse Potion. Also nach dem Video schaue ich mal an, ob ich Potions über Amazon bestellen kann, weil... Ja, das drüben könnte noch ein bisschen dauern. Goofy, was hältst du eigentlich davon, wenn wir gemeinsam durchbrennen und ein glückliches, erfülltes Leben führen? Jetzt ist er da, toll. Wir können das Tech-Trio, glaube ich, trotzdem nicht anwenden, weil wir dafür anscheinend Goofy brauchen. Danke. Okay, Spiel, du kannst nicht herkommen und einfach alle Regeln brechen. Das geht nicht. Wo zum Teufel sind wir? Warum liegt da ein riesiges Hippo im Wasser? Oh Gott. Wo zum Teufel gehen wir gerade hin? Warum ist mir das nicht vorhin schon aufgefallen? Mit dran springen kannst du dir eine Liane greifen und mit Hopp geht es weiter zu den Lianen reißen. Hält man sich zu lange fest. Was? Oh nein, ich sehe ganz genau, was hier gespielt werden soll. Und es gefällt mir nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Oh nein. Ran springen. Und hopp. Und hopp. Oder so. Ist dieses Hippo böse? Nein, Gott sei Dank. Kann ich auf das Hippo steigen? Ja, das Hippo senkt sich extra für uns. Oder es verarscht uns gerade. Ich weiß es nicht. Er kommt nach oben, okay. Hey Bo, kannst du mich bitte auf dich legen? Okay, dieses Hippo scheint ziemlich gemein zu sein. Es tut ehrlich gesagt nein, gar nicht. Okay, das ist gerade ein etwas großes, interessantes Problem, um ehrlich zu sein. Okay, probieren wir doch erstmal die Truhe zu kriegen und dann reden wir nochmal über dieses Ranspringen und Hopp. Und dass ich dann definitiv Situationen finde im Spiel, die mich weniger toll beeindrucken. So wie die hier zum Beispiel. Wisst ihr, das ist schon ein bisschen fies, finde ich persönlich. Dass man dann solche Sachen immer nur so auf einen Zentimeter genau austragen möchte.
Jetzt wird mir ja wundern, ob ich da einfach so rüberspringen kann. Eine Mega-Potion. Toll. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile schon Mega-Potions brauche. Okay. Das wäre jetzt ja wirklich zu schön gewesen, nicht wahr? Okay, ist ja nicht schlimm. Fokussieren wir uns darauf, das Spiel weiter zu spielen. Obwohl ich keine Lust hätte, das Spiel weiter zu spielen, weil da oben ist noch eine Truhe. Holen wir uns die nächste Truhe. Wir haben hier noch Zeit hier unten. Wir haben vorhin erst 4 Minuten gespielt und dann gesaved. Ach komm schon, meine Güte. Gut, dass man die Kamera so toll fixieren kann hier. Ohne Scheiß. Was zum Teufel, Kamera, was geht denn ab? Ich weiß, es ist die PS2-Historie hier. Aber so schlimm war die Ära auch nicht. Mit den Kameras, Leute. Man will safe spielen, man fällt runter. Man will auf Risiko spielen, man fällt runter. Jetzt spiele ich mit meinem Penis. Falle ich dann runter? Wahrscheinlich. Würde ja Sinn ergeben. Wahrscheinlich schaffe ich es dann, wenn ich mit meinem Penis spiele. Und mein Penis ist ein Pro. Ehrlich, Kamera. Verarsch mich jetzt nicht. Okay, ich persönlich gebe es auf. Das ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu dumm. Als dass ich Lust hätte, das Spiel jetzt hier weiter zu spielen. Wohin führt denn dieser Baum da drüben? Nirgendwo hin. Toll, warum existiert dieser blöde Baum dann? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich will einfach nur weg hier, um ehrlich zu sein. Also, ranspringen und hopp. Und abspringen, danke. So, also ich kann nicht darüber springen, so sehr ich es auch versuchen würde. Kann ich vielleicht von da aus springen? Da geht's, toll. Deshalb ist das Ding trotzdem tot. Also hat es mir eher nichts geholfen. Na gut. Die anderen beiden folgen mir gar nicht, obwohl Tarzan das ja eigentlich machen könnte. Also ganz ehrlich, diese Spiellogik ist Wahnsinn. Erst springe ich auf die Liane, dann wenn sie und hopp sagt, springe ich zur nächsten Liane. Dann heißt es aber bei der nächsten Liane abspringen, statt, beziehungsweise es hat nicht mal bei der ersten Liane und hopp geheißen, es hat da schon abspringen geheißen. Das Spiel sollte sich langsam mal entscheiden, ob es mich nicht ein bisschen dumm verkaufen möchte. Muss ich hier auf etwas achten? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Kann ich mich hier denn bewegen? Zack. Oh Gott. Und hopp. Zurück. Passt schon, Zora. Und hopp. Jetzt auf einmal geht's. Okay. Keine Ahnung warum, aber es geht auf einmal. Und hopp. Und abspringen. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Ich muss die Logik hinter diesem Spiel nicht verstehen. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich werde sie auch nicht verstehen. So einen krassen Drogenrausch hatte ich bislang noch nicht, um dieses Spiel in voller Hinsicht zu verstehen. Also, nächster. Hier geblieben, okay? Ranspringen. Und hopp. Und hopp. Und abspringen. Dankeschön. So wollte ich das sehen. Wir betreten den Dschungeleingang und die Musik hört auf. Was Schlechtes. Hallöchen. Ich glaube, die sind bislang gepisst davon, dass wir hier sind. Kaczak, bitte hör mir zu. Ich weiß, dass Nistplätze geheim sind. Aber ich vertraue ihnen. Ich möchte ihnen helfen, weil... Naja, weil sie uns brauchen. Oh, hast du das verstanden? Wow. Kaczak! Kaczak.
Wir sind safe. Oder er kommt gleich vorbei und bringt uns um. Irgendetwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Baumhaus rüber gesehen? Das ist ganz schön schlecht, wenn er das getan hat, oder? Mir wurscht, wir klettern erstmal hier hoch. Das wird sich schon alles von selbst klären. Wir gehen zum Mammutbaum. Was war denn der Mammutbaum? Ah ja, okay, wir sind wieder hier. Nice. Jetzt sind sie wieder geschlossen. Das könnte nur auf eine Sache hindeuten. Nope, nix hier. Passt schon wieder. Mal ganz ehrlich, ich habe hier drei Leute. Warum brauche ich Donald für den ganzen Scheiß? Dann benutze ich den Scheiß hier erst gar nicht. Ne, sehe ich gar nicht ein. Lass mich nur ganz kurz überlegen. Die Tür hier war's. Okay, dann gehen wir halt hier durch. Oh oh. Der Kleine plant seine Weltenreise. Oh, ich habe gerade eine Pistole gehört. Warte, Kerchak, bitte! Welch interessante Konversation. Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... einen Affen zu erschießen. Da kam eine Schlange an. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Können wir den Kerl so über den Balkon schmeißen? Oder können wir ihn zu der Truhe darüber bringen, die rein nur zufällig nur da hinten ist? Kann ich versuchen, darüber irgendwie... Nee, das funktioniert nie und nimmer. Ich kann auch nichts anvisieren, wenn ich richtig... Ich könnte aber eine Sache versuchen hier, ne? Hochheben. Augenblick mal. Nur so als Tipp. Das war super toll, Sora. Echt super. Nimm das Ding und heb's erneut auf, bitte. Zurück. Ja gut. Fast richtig, Sora. Fast richtig. Natürlich funktioniert es nicht, aber es würde garantiert funktionieren. Kann ich da hoch? Nö. Nicht wirklich. War hier irgendwo ein Triotech? Auch nicht. Ich muss irgendwie jetzt da hochkommen. Daran führt jetzt leider kein Weg vorbei. Oder muss ich wieder runtergehen? Das Spiel ist ziemlich problematisch, wenn es darum geht, eine gewisse Richtung zu ermitteln. Also, ich habe jetzt keine Ahnung. Der Affe ist hoch. Also müssen wir wahrscheinlich hoch. Aber andererseits ist der Affe auch nicht hoch. Ja, es könnte auch wieder runtergegangen sein, weil sich gedacht hat, so, fuck my life. Alles scheiße hier. Das dann bringt lauter Fremde zu nach Hause. Da geht mir einer ab hier. Da werde ich übelst aggressiv. Denkt er sich. Okay, wir gehen nochmal nach unten, um herauszufinden, ob uns hier unten etwas erwartet. Wahrscheinlich erwartet uns hier eher nichts. Vielleicht müssen wir auch zu Jane zurück. Wer weiß das schon. Das Spiel erklärt uns ja in diesem Punkt nicht wirklich. Das hier ist im Großen und Ganzen seine Sackgasse. Nein, nicht direkt. Gott sei Dank. Wir machen noch einmal hier die Achterbahnfahrt. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hinkommen. Na, das finden wir schon gleich wieder. Warum schießen wir auf sowas, Tatsache? Warum? Bist du ein heimlicher Asthasser oder so? Macht das überhaupt Sinn? Ich habe da einen geheimen Weg gesehen da unten. Gerade eben so. Okay, ich werde diesen Baum schon immer missachten. Das sehe ich jetzt schon. Ich meine, Magie kann ich hier nicht anwenden. Ich habe trotzdem da drüben eine Höhle gesehen. Kann ich jetzt zu der Höhle gehen, bitte? Gott sei Dank, wir sind hier. Gott sei Dank, wir haben einen weiteren Leoparden, der uns auf die Fresse hauen möchte. Aber gut, soll sich weiter bekümmern. Wir hauen ihn auch auf die Fresse.
Der Kreislauf des auf die Fresse-Hauens wird damit geschlossen. Ich fühle mich glücklich. Verdammt. Oh, ist schon klar. Ist schon okay hier. Kein Problem. Jade, bist du noch da oder hat sich das Vieh schon gefressen hier? Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Ich glaube, hier wird gleich ein Mord geschehen. Da ist jemand sauer. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Das sagt sich schon, jetzt zieht jetzt hier ein Smoke Weed Every Day durch. Jetzt ist der Affe tot. Und lustige Musik erklingt uns dabei. Wir speichern lieber. Denn dieses grauenhafte Szenario möchte ich nicht ohne Speicherpunkte leben. Schon wieder ganz schön viel aufgenommen hier, lieber. Ja, wir nehmen weiter auf. Hast du was dazu zu sagen? Mr. Clayton ist kein Mensch, ist kein schlechter Mensch. Er ist nur aufbrausend. Ich fürchte, er ist ein Massenmörder. Aber sie ist schlimm. Er ist ja kein schlechter Mensch deswegen, ne? Er ist weg. Die Herzlosen! Die Herzlosen haben sich in Affen verwandelt. Super. Gott sei Dank. So, jetzt aber. Okay. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob sich Tarzan gut schlägt. Ich weiß es nicht. Hallo! Hast du mir gerade in die Hand geschissen? Willst du mich verarschen hier? Ich werde nicht zulassen, dass wir noch mehr Gummi von diesen Affen kriegen. Mr. Clayton, wo sind Sie? Ich brauche sofort Ihre Hilfe. Ich habe keine Ahnung, muss ich jetzt darüber gehen? Muss ich woanders hingehen? Oh Gott, ich glaube, ich bin richtig dran. Heilige Scheiße, sind hier viele Affen gerade. Oh Mann. Okay. Scheint ja gut zu laufen bis jetzt. Hüp. So schwer sind die Gott sei Dank nicht. Ich brauche nicht mal Magie, zumindest bis jetzt noch nicht. Hat sich im Wunderland auch anders da gezeigt. Wir sollten noch mehr Geld aufnehmen. Das Geld. Geld, Leute. Goofy, sammel das Geld auf. Das Geld! Hört auf, Affenscheiße entgegenzunehmen hier! Verdammt nochmal! Oh Gott, das Geld schnell! Goofy, sammel es auf! Gott sei Dank. Was ist mit dieser Feuergummi? Das hört sich ja richtig pervers an. Oh nein! Help. Wobei, wenn ich mir recht überlege, warum benutze ich eigentlich keinen Eiszauber? Wenn die so schön nebeneinander stehen. Ich habe nur einen erwischt. Habe ich schon gesagt, dass Magie nicht so mein Fall ist in diesem Spiel. Hör auf, mir in die Hand zu scheißen! Nein! Hallo? Nein! Er hat mein Eroga-Gummi in die Hand geschissen. Danke! Sehr liebenswert von euch. Wirklich unglaublich liebenswert. Gib mir das her. Ein Achatsplitter. Kann ich bestimmt zu einer Waffe umbauen. Ich weiß nur nicht wie. Weil der Mokri, der mir das erzählt, der ist noch nicht hier. Der kommt jetzt irgendwann so in Kapitel 98 oder so. Höchstwahrscheinlich. Hallo? Also ich bin jetzt hierher gekommen, um drei Affen zu retten, die mir anschließend Gummi in die Hand scheißen. Und jetzt können wir jetzt nach Hause laufen. Sehr schön. Das hat sich ja voll rentiert hier. Zurück. Kannst du mir bitte erklären, warum? Nein, ehrlich. Bleib da stehen und erklär mir warum. Es gibt keinen Grund, sich hier an eine Wand zu lehnen. Nein, Sora, es gibt keinen Grund, sich an eine Wand zu lehnen, wenn der Abgrund nur 2 Meter tief ist. Hörst du auf damit? Ich werde wegen diesem Spiel noch zum Alkoholiker, das merke ich. Ich
Ich bin von diesem Spiel so begeistert gerade. Hör auf, dich an diese blöde Wand zu... Siehst du, bist du jetzt tot? Nein, du lebst. Du bist gesund. Gott sei Dank, Sora, nicht wahr? Also manchmal, aber nur wirklich manchmal habe ich sowas wie eine... Wenn ich jetzt hier schon wieder einen Affen retten muss, im selben Gebiet, nur um schon wieder irgendein Gummi in die Hand geschissen zu kriegen, dann ist aber dieser Part hier sowas von erledigt. Ja, kümmern wir uns um sie. Ich sammle mal kurz hier Geld auf. Oh Gott, das sind noch mehr. Au. Komm schon, weg hier. Danke. Holy. Oh nein, es kommen normale auch noch. Oh nein, was ist denn das für ein Viech? Das ist eine Affeline. Die wirft mir Bananen. Die hat mir Geld geklaut, glaube ich. Die stiehlt mir Geld. Hi. Ich habe ein Problem damit, dass du es wagst, mich hier mit Geld... Dass du es wagst, mein Geld hier zu entnehmen. Danke. Oh mein Gott. Mein ganzes Geld ist weg. Ich muss weinen. Ich muss weinen. Kuh, hör auf die Dinger anzuschlagen, während ich hier noch kämpfe. Um das Geld natürlich. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt mehr Geld habe oder nicht. Ja, ich habe ein asoziales Problem. Wage es nicht. Wage es nicht. Hier, Sonicstoß. Er ist weg. Was? Er ist da drüben. Er betet zu Gott, damit wir ihn nicht vernichtet werden. Gib ihm Eis oder Feuer, keine Ahnung. Gib ihm irgendwas. Er ist schon wieder weg. Such den. Ich lasse dich zu, dass der hier unten Scheiße baut. Ist er jetzt ganz weg? Nee, er versteckt sich hier drüben. Ah, ist klar. Das war jetzt dumm von mir. Kann ich den überhaupt umbringen? Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Entweder ist er jetzt komplett geflohen. Oder hat die Fresse voll von uns. Also ich sehe ihn nicht mehr. Okay, meinetwegen. Also bevor ich jetzt hier anfange weiterzugehen, erstmal kurz Chain reinschauen. Vielleicht haben wir noch eine Sequenz. Ist momentan ziemlich schwer rauszufinden, um ehrlich zu sein. Hallo Chain! Was geht? Der Gorilla in dem Baumhaus ist vielleicht in Gefahr. Bitte beschütze die Gorillas. Werden wir versuchen. Oh Mann. Nee, wir können noch ein kleines bisschen weiterspielen. Bevor ich den Verstand verliere. Ist jetzt der Kerl noch da? Nee, dafür hat er Freunde mitgebracht. Ist der Gelbe in der Nähe? Der Gelbe ist der Erste, den ich umbringe. Weil ich das nicht einzige, dass ich den Gelben hier verschone. Oh nein. Hinter mir, glaube ich, ist der Gelbe. Sora, tu was. Hörst du auf, die ganzen Gegenstände hier anzuvisieren? Sag mal, hast du einen an der Waffel oder so? Jetzt aber. Weg mit dir. Kommen jetzt nochmal welche? Nö, sind wir jetzt endlich zufrieden hier? Ja, okay. Weiter geht's. Ah, Mann. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt gehen sollen. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich glaube, wir müssen hier hochgehen. Ich glaube, wir müssen zurück zum Baumhaus. Ne, Moment mal, die Affen sind da oben. Die Affen waren zumindest mal da oben. Gehst du da weg. So, mein allerliebstes Lieblingsspiel hier. So, und hopp. Und abspringen. Ich sagte, und abspringen. Danke. Und jetzt in diese Richtung. Und hopp. Und abspringen. Danke. So, jetzt verkackst bitte nicht schon wieder. So wie letztes Mal.
Danke. Der Weg war's. Genau, der Weg. Okay. Gut. Ist das hier eine neue Ebene? Kann das sein? Das ist aber schlecht. Hopp. 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 Nee, das ist jetzt mehr falsch, Sora. Eigentlich wollte ich darüber zur Truhe. Ich kann auch so zur Truhe. Passt schon, Sora. Kein Problem. Zack. Ist das alles hier? Hallo? Nee, da drüben geht's weiter, merke ich gerade. Der 28., 29. und 30. Welpe sind in die Villa zurückgekehrt. Da dürften wir auch mal wieder hinschauen. Vorher muss ich allerdings rausfinden, wie ich hier rüberkomme. Also, zack. Okay. Ignoriert das. Hopp. 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 So, jetzt weiß ich es nicht. Ah, verdammt nochmal. Genau, da lang. Okay. Passt schon. Und dadurch landen wir wo? Wir landen im Mammutbaum. Wo sich weitere böse Dinge befinden. Maximum HP haben sich verbessert. Schönes Ding hier. Wage es, auf mich einschlagen zu wollen. Sag mal, bist du komplett bescheuert? Du hast mir gerade 3 Erfahrungspunkte gegeben dafür. Oh Gott. Oh yes! Aber schön aufs Maul hier. Mm. Mit Sahne. Oh, weg mit dir. Oh Gott, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, ein Affe gibt uns wieder was. Yep. Danke, Affe. Du bist so nett zu uns. So, nur einen kurzen Tipp. Nimm die Handschuhe und wirf sie weg. Bitte. Tu es mir zuliebe. Ich habe nämlich nicht vor, dich weiterzuspielen. Wenn du es wagen solltest, hier in Zukunft immer noch. Wie verrückt. Jetzt weiß ich nicht, ob er doch den anderen Weg gehen soll. Wenn du weiterhin hier nach Affenscheiße stinkst. Gott, danke. Okay, hätte es sein können, dass es hier was gibt. Anscheinend gibt es hier nichts. Nee, dann ignoriere ich das und gehe wirklich nach oben wieder. Zumindestens wüsste ich nicht, wo ich sonst jetzt hingehen sollte. Weil nach oben gehen, glaube ich, das bringt ja nichts. Haben wir keine Möglichkeit. Also gehen wir so weiter. Das wird schon irgendwie. Sagte der alte Mann. Und dann schiss er sich ins Knie. Tja. Dumm gelaufen, mein Freund. Dumm gelaufen. Es kann ja bloß nur noch hier oben weitergehen. Eigentlich. Oh nein, sie sind hier drin. Leute, sie sind hier drin. Kommt schon. Hilfe. Schnell. Ich hasse Zauber so viel. Ohne Witz. Danke. Lass mich raten. Affe kommt vorbei und scheißt uns in die Hand. Ich muss Hellseher sein oder so. Ich habe das gerade tatsächlich im Vorfeld gesehen, dass es wirklich passiert ist. Ich kann ja immer noch nicht hochgehen, glaube ich. Ja, dann haben wir jetzt aber langsam ein Problem. Ich meine, sonst geht es ja nirgendwo weiter, oder? Oh mein Gott, was ist denn das da hinten? Fast richtig, aber man kommt da anscheinend nach hinten. Wir haben ein Secret entdeckt. Ich werde dieses Secret nun enthüllen und damit den Part wahrscheinlich cutten. Ich weiß, das hört sich gerade nicht so toll an. Aber es hilft nichts. Es hilft wirklich überhaupt nichts. Wir müssen trotzdem da durch. Okay, hier ist zu. Da können wir nicht durch. Das war jetzt
auf dieser Seite. Moment mal, gibt's hier was zum Verschieben? Ich habe schon lange nicht mehr versucht, was zu verschieben. Nö. Aber das da hinten sieht aus wie ein Durchweg. Das da kann man auch nicht zerstören. Nein. Okay. Keine Chance. Zumindest bis jetzt noch nicht. Und das hier kann ich nicht zerstören. Jetzt kommt Leute, ihr könnt mir nicht sowas zeigen hier. Und dann so tun, als wäre es nicht da. Also bitte recht schön. Vielleicht... Ah, Moment. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite hin. Nee, eigentlich kommt nie von der anderen Seite hin. Um auf die andere Seite hinzukommen, müsste ich vorher es schaffen, da hochzukommen. Das schaffe ich nicht. Weil ich dafür hier zu gering springe. Auch wenn es nicht wirklich danach aussieht. Ich hinterfrage es ja nicht. Nein. Also hier ist so ziemlich gar nichts. Was? Oh. Jetzt komm schon, um Gottes Willen. Hoho! Kann ich das Spiel austricksen? Yes! Willst du mich verarschen oder so? Sag mir bitte, dass das jetzt normal war, was ich getan habe. Sag mir bitte, dass das normal war und jetzt kein böser Bug ist. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße, Leute. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gewollt war oder nicht. Ich weiß es nicht. Geh weg, Tarzan. Heilige Kacke. Das schockiert mich gerade übelst. Okay, das heißt, jetzt muss ich hier so rüber gehen können. Normal. Aber den Sprung, das schaffe ich doch nie und nimmer. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Oh Gottes Willen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich diesen Bug nochmal schaffe. Nee. Das ist garantiert kein Bug. Das ist die richtige Richtung, glaube ich. Es muss die richtige Richtung sein. Ich wüsste nicht, was es sonst wäre. Nee, ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Das wird zu geil. Ich meine, es kommt zumindest ziemlich merkwürdig rüber. Das gebe ich sehr gerne zu. Aber wenn ich dann da wiederum versuche nachzusehen, kommt vieles in diesem Spiel merkwürdig rüber. Wahrscheinlich hilft es mir nichts, wenn ich hier oben bin. Oh mein. Man wollte mich jetzt verarschen. Oh Gott. Und mit dieser behinderten Kamera auch noch. Kann mir jemand sagen, wo ich jetzt entlang muss? Okay, wie komme ich wieder rein? Wie komme ich wieder rein? Ich tue dich. Hi Goofy, hi Tarzan. Ich bin noch nicht fertig hier, ich kann noch was ausprobieren. Bevor ich diesen Part hier mit großer Schmach beende. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass das hier alles ist. Ich meine, eine Sache würde vielleicht Sinn ergeben, wenn ich mich durch das linke Loch jetzt da noch durchbewege. Weil da oben komme ich sicherlich nicht hin. Und da unten rendiert es sich nicht, also muss ich hier durch. Ganz vorsichtig bitte. Sag mal, jetzt ehrlich. Was? Ich kann nicht durch dieses Loch durchspringen, weil es ein zu kleines Loch ist, Goofy. Geh weg. Goofy, geh bitte weg. Oh Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit. Muss ich zugeben. Nö. Oh Gott. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf sowas? Ist das hier wirklich gewollt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel legt seine Secrets so dermaßen schlecht an. Man weiß nicht, ob es jetzt ein Secret ist oder ein gewollter Weg. Es sieht einfach zu verbuggt aus, muss ich zugeben. Als dass es ein Secret sein könnte. Eine Möglichkeit sehe ich noch. Seine bescheuerte, hey, krabsch mich doch mal hier an die Wand entlang. Nee, macht er hier nicht. Da vorhin, da wo es nur 2 Meter nach unten ging, da war es lebenswichtig, ne? Aber hier ist es so ziemlich scheißegal für ihn. Ja gut, Leute, wisst ihr was? Nee,
Nee, ich habe keine Lust mehr. Jetzt habe ich echt keine Lust mehr auf diesen Part hier. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich nerv euch hier nicht mit solchen Eskapaden. Aber ich habe jetzt gerade eben keine Ahnung, wo es weitergehen soll in diesem Spiel. Hoffentlich finden wir es im nächsten Part heraus. Habt noch viel Spaß auf YouTube. Pornobolo verabschiedet sich von euch mit folgenden Worten. Bye, tschüss!